In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich?
Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Wie Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus.
Bitter? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Das Zeug breitet sich schnell aus. Vor 6 Monaten war alles gut. Jetzt ist sie überall. Diese Ruinen, da müssen wir hin. Ich sehe mehrere Wege nach unten. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Wonach suchen wir genau? Den Backup? Es ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Wo habe ich da? Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Das könnte Ärger geben. Am Bach gibt's etwas Reinhold. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Klappt. Nach dir. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand, wir müssen einen Weg reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Und die Menschen werden auch krank. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Hier runter.
zum Gras. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Bin bereit. Okay, konzentrieren. Irgendwas Gutes? Ein paar Vorräte. Der Fokus, das alles. Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Nach der Aufregung über mein Verschwinden, was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Diese Maschine wurde auch erschossen. Noch eine Leiter. Ich muss das Schloss treffen. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja. Ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Hier durch. Willkommen in der Farsinith-Startanlage. Farsinith? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia?
Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Das sollten wir aufbrechen können. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Das stinkt hier so. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Hey Leute, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ein Maschinenteil, vielleicht zum Reparieren. Maschinenkabel, stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Da! Ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern.
Das ging besser, als ich dachte. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Was ist das? Wofür ist das nur? Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Der Impuls hat nicht viel gebracht. Ich sollte scannen. Ich mach was falsch. Wow, hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Bitte sehr, Wahl. Danke. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Farsinef einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Farsinef braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System.
wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Farsinev glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Kann ich nicht rüberschwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Hier helfen. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Der Hut. Hier hoch. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Nimm du den Linken.
Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich muss mich anschleichen und mit meinem Speer ausscheiden. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ich muss näher ran. Und versteckt bleiben. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Meiner ist auch erledigt. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Deshalb. Wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt.